bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einer weiteren Gesundheitssendung von Quantisana TV. Es freut mich sehr, sind Sie wieder mit dabei, und es freut mich auch sehr, Ihnen das heutige Thema präsentieren zu dürfen. Und zwar geht es um spirituelle Musik. Und bevor ich Ihnen da mehr darüber erzähle, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal eine ganz, ganz kurze Kostprobe davon, und ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Sinnliche Klänge, die einen ganz zutiefst berühren. Fantastisch, und es freut mich sehr, über das Thema heute sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Hallo. Wir kennen dich schon, wir haben dich schon öfters hier bei uns gesehen. Es freut mich wirklich, wirklich sehr. Was hast du jetzt eigentlich noch mit Musik zu tun? Ich kenne dich eigentlich von ganz anderen Themen. Ja, das stimmt aber nicht ganz, weil ich ja auch, oder wir in unseren Seminaren und Ausbildungen ja auch Musik verwenden, also unterstützen. Und wir sind eigentlich dazu gekommen, das liegt daran, dass der Künstler Joseph M. Clearwater, das ist ein Künstlername, der Bruder ist von meiner Frau. Und vor vielen, vielen Jahren, er ist jetzt mittlerweile, er kommt eigentlich original aus der Rockmusik, war eigentlich Hobbymusiker, war auch viel mit Bands unterwegs, hat da viele Gigs und Konzerte gespielt, aber kommt aus der Rockmusik. Und leidenschaftlicher Gitarrist, E-Gitarrist, aber auch Piano und... Naja, eines Tages hat meine Frau die Idee oder bekommt die Inspiration von einem geistigen Freund, eine Meditations-CD zu machen. Beispielsweise eine Kassette damals noch. Und gut, Text war auch ganz, war schnell gechannelt, sag ich jetzt einmal, was für ein Text das sein soll, aber Musik dazu. Und meine Frau wusste ja, dass ihr Bruder Musiker ist und ruft ihn an und sagt, hey du Sepp, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn du Meditationsmusik machen würdest? Die begleitende Musik zu dieser Meditation. Und er hat gesagt, das ist ein Blödsinn, du weißt doch, ich komme aus der Rockmusik, was soll das Ganze überhaupt? Okay, hängt auf. Und meine Frau schon dachte, ja gut, dann muss ich halt selber schauen oder andersweitig schauen, wie ich zur passenden Musik komme. Eine Stunde später steht ihr Bruder vor ihrer Haustüre mit der Gitarre und sagt, hey, ich habe schon die Melodie. Also er konnte gar nicht anders, nachdem, auch er wollte es nicht, aber er konnte gar nicht anders, ihm ist sofort dann nach dem Telefonat die Musik eingefallen, er hat sie richtig in ihm gehört, und das war eigentlich der Anfang von seiner Karriere als Musikchannel. Und er hört die Musik innerlich mittlerweile, also er bekommt wirklich diese,
diese Stücke spielt sie auch gleich, komponiert jetzt nicht nach Noten, sondern das ist alles ein erlebtes Kombinieren, ein Entstehen von seinen Musikstücken und hat dann angefangen eben an den Seminaren, an unseren Seminaren Live-Musik eben zu machen und die Meditationen zu unterstützen, die Heilarbeit zu unterstützen. Das ging dann immer weiter. In der Zwischenzeit hat er sich mit der klassischen Musik sehr auseinandergesetzt, also mit den großen Meistern und Werken, und hat dann nochmal eine ganz andere Qualität dadurch gewonnen und hat selber einfach aufgrund von seiner Wahrnehmung der klassischen Musik, was das eigentlich für Werke sind, weil die sind ja vielschichtig von den ganzen Instrumentalisierungen und so weiter, hat einfach auch nochmal ganz viel gelernt über die Musik und über das Handwerk, und also das Handwerk hat er schon können, aber einfach über das Handwerk auch der Komposition. Ja, und mittlerweile hat er eine Internetplattform, die nennt sich musik-apotheke.com. Und da kann man sich alles runterladen. Es ist ein Archiv von, ich weiß nicht wie viel, hunderte von Musikstücken im Laufe der jetzt mittlerweile 25, fast 30 Jahre entstanden sind, seiner Arbeit. Und es ist einfach unglaublich, weil diese Musik ganz tief geht. Ich meine, wir wissen ja alle um die Heilkraft oder um die Wirkung von Musik. Ist klar, die Musik macht was mit uns. Da können wir uns schlecht wehren. Sie gefällt uns oder sie gefällt uns nicht, das ist eigentlich, aber sie produziert sofort Emotionen, Gefühle, Energien, Befindlichkeiten, Zustände. Sogar körperliche Reaktionen wie die Hühnerhaut beispielsweise. Genau, eben. Und man kann sie auch messen anhand von Emotos Wasserkristall-Analysen. Konnte ja auch gut demonstrieren, wie die Qualität der Musik, auch die Qualität der Struktur des Wassers und auch letztlich unseres physischen Körpers, wie es strukturiert wird. Weil wir bestehen ja aus 70% Wasser. Gut, und seine Stücke sind einfach so speziell, weil sie sind nicht mit der herkömmlichen Musik zu vergleichen, natürlich sowieso nicht Rock-Pop, aber sie ist auch nicht zu vergleichen mit anderen spirituellen Musikstilen. Es gibt ja mittlerweile ganz viel von unterschiedlicher Musik. Das Faszinierende daran, es sind eigentlich, wie soll ich sagen, Klänge, die zu Musikkompositionen werden im Spielen selber, also wirklich, es ist alles live, es ist nicht im Studio hantiert mit riesen Technik und das irgendwie zusammengebastelt, sondern es ist völlig natürlich. Es ist ja so, bei den Meditationen oder auch überhaupt, wenn er was komponiert oder entstehen lässt, ist vielleicht das Bessere kreiert, dann stellt er sich darauf ein, wenn er zum Beispiel die Energie eines aufgestiegenen Meisters, eines Engels, eines Steins, was auch immer, eines Chakras. Er hat wirklich die Fähigkeit, dass er halt sich rein versinkt und über das Medium der Musik anfängt zu spielen und es spielt durch ihn. Und das ist einfach ein Prozess. Ich weiß nicht, ob das bei der Hörprobe ein bisschen rübergekommen ist. Das ist einfach etwas, wenn man jetzt das nur so stückelt und einfach eine kurze Sequenz hört, dann kann man sagen, ja, mag ich nicht. Aber wenn man sich in diese Stücke wirklich reinhört und reinfahren lässt, die dauern zum Teil eine halbe Stunde, ein Stück. Und dann kommt man durch innere Prozesse, oder es ist wie eine Reise im Innern, die durch die Musik orchestriert wird und Prozesse auslöst. Und ich meine, wir haben so tolle Erlebnisse und so tolle Erfolge durch die Musik, aber wir können ja gerne mal ein paar Stimmen uns anhören, was denn so die Teilnehmer sagen über die Musik. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn auch da haben Sie uns einen Beitrag bereitgestellt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Liebe Zuschauer und Zuschauer, Sie haben es gehört, jetzt sprechen mal die Teilnehmer zu Ihnen. Die Musik vom Sepp, die trägt einen. Die führt einen in Dimensionen, die hilft einem beim Channeln. Also da ich ja das Channeling-Seminar bereits abgeschlossen habe, schon im vorigen Jahr. Die Musik vom Sepp, die hat mich oft in Dimensionen getragen, wo ich nicht glaubte, dass ich da jemals hinkommen werde. Es ist eine Musik, die die Seele berührt, die die Sinne berührt und die dich vibrieren lässt. Gerade die Musik der Musikapotheke ist sehr individuell und sie ist dynamisch. Sie ist in dem Sinn halt keine einsäuselnde Musik, sondern sie ist eine lebendige Musik, die direkt was mit mir macht, mit meinen Patienten macht, die auch die Schwingungen in sich verändert und auch die direkte Schwingung beim Arbeiten verändert. Und sie trägt einem in der Meditation. Und ich habe den Eindruck oder das Gefühl,
dass wenn er, weil er ist ja hier dabei, ist er live dabei bei uns, dass er diese Stimmung und diese Schwingungen, an die ich früher so nicht geglaubt habe, mitnimmt und sie in Musik übersetzt. Und es ist wie so ein gegenseitiges Verstärken. Ja, Joseph M. Clearwater, die Musik, die ist eigentlich, ja, man kann es gar nicht beschreiben, die geht in die Seele rein und arbeitet sich dort alleine vor. Die bohrt sich quasi in jede Zelle hinein, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Und ich denke, das nimmt jeder individuell wahr, aber das ist einfach eine sehr schöne Entspannungs- und Heilmusik. Die geht tief, die geht bis in die kleinste Zelle und erfüllt alle Zellen. Also mir stehen alle Haare zu Berg. Ich spüre einen Schauer nach dem anderen durch mich laufen, also bei den meisten. Es sind jetzt nicht alle gleich, aber einige, die sind wirklich fantastisch, erfüllend. Die Musik erfasst dich im Ganzen. Die durchflutet dich, die durchflutet alle Zellen von oben bis unten. Dein gesamtes Sein wird erfasst. Das ist einfach schön. Und das gibt's so nicht nochmal. Also ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Ich habe einige Meditations-CDs, aber das ist einmalig. Was ist denn das Besondere an dieser Musik? Das ist eben schwierig zu benennen. Wir haben jetzt ein paar Stimmen gehört, was die Teilnehmer erleben. Jeder erlebt halt sein eigenes und wird einfach. Das Besondere von der Musik ist ja, dass sie berührt. Das trifft ja auf alle Musik zu, das habe ich ja eingangs gesagt. Aber die Musik von Joseph berührt halt Bereiche, wo die normale Musik nicht hinkommt. Das geht in Räume, in innere Räume rein. Es ist wirklich schwierig zu erklären, was es mit dem tut. Wir können anhand von den Berichten von seinen Kunden, weil es ist mittlerweile wirklich ein Geheimtipp in der Szene geworden, seine Meditationsmusik oder Musik zur Aktivierung der Chakren oder aufgestiegenen Meister gibt es alleine 20 CDs über Jesus, Buddha, Christus und die Qualitäten einfach von denen vertont, die Energien von denen vertont oder von den Erzengeln. Von Edelsteinen hat er, von Bachblüten hat er vertont. Also er ist super kreativ und scheut da kein, ich sage es mal, Medium, um es in die Musik zu bringen und zu übersetzen. Und es ist halt wirklich alles einzigartig. Es passieren Dinge auch in den Räumen, wenn die Musik jetzt zum Beispiel gar nicht hörbar ist. Wenn sie nur abgespielt ist und die Lautstärke auf Null. Mhm. Und trotzdem reagieren die Menschen, die sich in diesem Raum bewegen auf diese Musik, sie verändern ihr Verhalten. Also da gibt es auch, sogar Behinderte fangen an, sich ganz anders zu verhalten. Also wir haben da wirklich die tollsten Stories. Auch Tiere lieben sie natürlich, das ist klar, weil Tiere lieben alles Harmonische, was an harmonischer Musik da ist. Für Meditierende und auch für Heilarbeit ist es unglaublich, einfach unterstützend. Also man lernt es auch selber als Therapeut zu lieben, dass diese Musik, man will dann gar keine andere Musik mehr, die so halt so klimpert und zwar vielleicht von den Instrumenten her abwechslungsreicher ist und so weiter, aber von der Kraft, vom Gefühl, vom Gespür, von der Energetik ist das einzigartig. Du hast jetzt vorher das Wort Therapeuten genannt, das heißt, es gibt Therapeuten, die damit arbeiten. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie kann man die einsetzen? Also jetzt begleitend zu der Therapie, die sie halt verwenden, wenn die Massagen machen oder jetzt mit Kanta Holistic Touch arbeiten, oder dann verwenden die halt im Hintergrund diese Musik und die begleitet halt die Heilarbeit. Es gibt auch CDs, die er extra gemacht hat für die Heilung, um die Heilung zu unterstützen, um Heilung zu fördern oder heilende Hände. Es gibt auch wirklich so viele Musiktitel, nicht nur jetzt zum Download, er hat auch einen CD-Shop, wo man die CDs bestellen kann, wer halt lieber CDs mag, anstatt eben downloaden der MP3. Es ist eine Fülle von Themen, also da ist unglaublich. Also wie gesagt, da hat mir mal gesagt, dass er sicherlich also ein paar tausend Stunden Musik in seinen Archiven hat. Das ist eine Menge. Das ist wirklich das ist eine Menge, genau. Eben, und durch die Beschäftigung mit der Klassik hat sich das auch nochmal verändert. Mhm. Und was jetzt relativ neu ist, dass jetzt
auch die ganzen Stücke auf 432 Hertz Kammerton gestimmt sind. Muss ich vielleicht ein bisschen ausführen. 432 Hertz ist eine Schwingung, die sehr natürlich ist. Die für unser Gehirn, für unser Bewusstsein und überhaupt für die Natur und für den Kosmos eine harmonische Resonanz bildet. Mhm. Da wird der Kammerton A auf dieser Frequenz gestimmt und dementsprechend sind natürlich alle anderen Töne mit dem Kammerton verbunden in der Harmonie. Und das wurde dann vor wie vielen Jahrhunderten wurde dann der 440 Hertz, der Kammerton verändert, der 440 Hertz und das ist künstlich. Mhm. Das ist eine Frequenz, die in der Natur so nicht vorkommt, auch in unserem Bewusstsein nicht und das ist anstrengend für uns, wenn wir die normale Musik in 440 Hertz hören, weil wir das immer ein bisschen adaptieren müssen an unser 432 Hertz Bewusstsein. Und es kommt jetzt eben in den letzten Jahren, kam das Thema halt immer mehr auf, dass es eben gesünder ist und nochmal tiefer wirkt Musik, noch besser ist, wenn man es eben auf 432 Hertz stimmt und das macht er auch und seine Musik eben auf dieser Herzfrequenz. Und das hat dann nochmal natürlich eine Wirkung, weil es gibt noch nicht so viel 432 Hertz Musik, die verfügbar ist, wo dann wirklich die Künstler ihr den Kammerton entsprechend verändern. Ich würde noch mal ganz gerne zurückkommen auf das Arbeiten mit der Musikszene, denn auch da hast du uns einen Beitrag zur Verfügung gestellt, wo die Teilnehmer das uns erzählen, wie sie das machen. Mhm. Und auch da würde ich sagen, wir gucken uns mal ganz, ganz kurz diesen Beitrag an. Also ich tauchte immer irgendwie ein in die Musik. Also ich verliere mich teilweise aber auch schon da drin. Und ja, genieße es auch und es ist einfach schön, es fühlt sich schön an und leicht an. Manchmal arbeitet es auch an einem, also es lösen sich natürlich alte Schmerzen oder sowas kommen hoch und das kann man halt durch dieses Channeling mit der Musik auch lösen. Sind fantastische Klänge, die in jeder Behandlung dafür sorgen, schneller an die Themen ranzukommen, das System schon vorweg aufzuweichen und auch manche Musiken einfach so zu hören, bedeutet halt tatsächlich meditativ an die Ursachen von Themen schon ranzukommen. Also die Musik von Joseph, die geht ganz tief. Die geht ganz tief rein, man kann sich absolut da drin verlieren. Ich nehme mittlerweile nichts anderes mehr als das zur Meditation, zum Heilen. Für Canto Holistic Touch, egal was ich mache, Arbeit mit der geistigen Welt, ist die Musik einfach himmlisch. Auch die Seelenmusik ist eine grandiose Sache, um wirklich im Alltag immer wieder in seine persönliche Mitte zu kommen. Und ja, das ist viel wert in der heutigen Zeit. Ich habe meine persönliche Seelenmusik, die ich mir bei ihm geholt habe, die er für mich geschrieben hat oder komponiert hat oder gechannelt hat, was immer auch. Und die begleitet mich täglich und sie bringt Saiten in mir zu klingen, die ich bis dorthin nicht kannte. Jetzt ist zweimal dieses Wort Seelenmusik gefallen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ja, das ist richtig. Also der Joseph komponiert auch individuelle Seelenmusik. Das heißt, es funktioniert so, er bekommt den Namen von einer Person, die das bei ihm bestellt oder vielleicht bestellt es der Mann für seine Frau oder so und er stimmt sich auf diese Person ein und kommt in Kontakt mit ihrer Seele. Und dann, auch hier wieder, dann entsteht eine Musik. Also er setzt sich nicht hin und sagt, oh, was könnte ich jetzt und ich mache jetzt die Partitur, und, ne? Sondern er lässt dann einfach fließen und man könnte sagen, die Seele dieser Person spielt durch ihn ihre Musik. Und das Spannende ist, es ist jedes Mal ein Unikat, einzigartig. Und wenn die Menschen das hören, das berührt sie nochmal auf eine ganz andere Weise, weil es ihre Seele zum Erklingen bringt. Oder sie als Menschen in ihrer Wahrnehmung dahin bringt, dass sie eben sich als Seele fühlen, wahrnehmen, dass es entsteht ein ganz großer Raum, es entstehen ganz tiefe, aber auch hohe Gefühle und es ist einfach unglaublich. Und es gibt auch so ein Phänomen, dass zum Beispiel wenn Partner die Seelenmusik bestellen, jeweils für beide, dass dann der eine lieber die Seelenmusik des anderen mag und umgekehrt. Das gibt es auch.
Sie sagen, ja, meine Seelenmusik fällt mir schon, aber ich höre am liebsten die von meiner Frau. Also auch hier wieder, man kommt ja auch in Partnerschaften zusammen, weil man ja sozusagen den anderen als Ergänzung zu sich selber gesucht hat oder gefunden hat. Mhm. Und man möchte ja dann auch sich selber noch ergänzen, das, was einem scheinbar fehlt oder einfach wahrnimmt, in einem anderen dann so zu erfahren. Mhm. Und genauso ist es in der Seelenmusik. Dass Paare das oft dann uns berichten, dass sie eigentlich die vom Partner lieber hören als ihre eigene, die ihnen zwar auch gefällt. Oder wir haben Therapeuten, die ihre Seelenmusik hernehmen für die Praxisbeschallung, einfach um ihre Präsenz, ihre Energie rüberzubringen. Mhm. Musik ist ja auch wie eine Sprache. Das heißt, die Töne und die Klangabfolge und die Rhythmik und all das ist wirklich wie eine Sprache aufgebaut. Und das, und das verstehe ich auch so bei der Musik, also grundsätzlich, aber jetzt beim Joseph, dass es wirklich eine heilsame Sprache ist. Eine Sprache, die uns erweitert, die uns expandiert, mitunter auch Erde, das kommt immer auf die Thematik drauf an, was für eine CD oder was für ein Musikstück eben welche Energiequalität trägt. Aber da ist einfach ganz viel möglich und wir wissen heutzutage eben, dass Wasser ein Informationsträger ist. Musik ist genauso ein Informationsträger. Und es ist natürlich auch abhängig von der Person, die diese Musik erzeugt, was für eine Qualität das diese Musik trägt. Mit welchen Gefühlen spielt er? Ich meine, das ist in der Rockmusik oder in der Popmusik oder so eigentlich eher sekundär. Da geht es ja mehr um das Lied an für sich. Aber die Energie, die der Künstler selber auch mit rüber trägt, was dann halt nicht wirklich hörbar ist, gut, das hört man zwar schon dann in der Stimme natürlich. Wenn jemand wirklich aus Leib und Seele singt, wird das ganz eine andere Stimme, berührt ganz anders wie jemand, der halt einfach nur in der Schule ein Lied singt, weil er singen muss. Als Beispiel. Und beim Sepp ist wirklich, er ist dann Musik. Also wenn man ihn spielen sieht, wir durften keine Szenen von ihm mitbringen, wenn er selber spielt, er mag das überhaupt nicht, er hat es uns verboten. ist da schon sehr eigen und sagt, nein, er möchte da nicht wirklich an der Öffentlichkeit sein, das hat er nur erlebt mit der Rockmusik, mit den Rockbands on stage, aber er möchte eigentlich die spirituelle Musik eher aus einem geschützten Raum raus machen, sonst kann er sie nicht auf die Art und Weise machen. Mhm. Dafür braucht er diesen geschützten Raum, aber man sieht das einfach, ich sehe ihn ja öfters an den Seminaren, wenn er dann spielt und die Musik, die Gefühle, die darüber kommen, zeichnen sich in seinem Gesicht und da wird Musik, er vergisst, der Josef M. Clearwater ist eigentlich dann gar nicht Existenz, sondern nur die Musik, die einen Körper hat, um auf einem Instrument zu spielen. Mhm. Und das ist natürlich schon Hingabe pur. Ja. Und bei der Seelenmusik ist es halt eben nochmal besonders, weil die Seelenmusik natürlich ganz einzigartig für dich konzipiert ist und gespielt ist. Und, ja. Wenn ich jetzt eine Seelenmusik habe, die explizit für mich konzipiert ist, was kann ich dann mit der genau anfangen? Du kannst damit meditieren, du kannst damit auf innere Reisen gehen, du kannst damit einfach dein Haus ganz normal beschallen, bespielen. Mhm. Was passiert, wenn ich mein Haus damit bespiele? Dann kommt einfach deine Präsenz, deine Seelenenergie, deine Göttlichkeit. Deine Göttlichkeit ist einfach mehr präsent in der Welt, in der du als Mensch lebst. Mhm. Und da Musik ja keine Wände kennt jetzt in der Form, natürlich, also es imprägniert einfach dein ganzes Zuhause. Das heißt, du machst aus deinem Zuhause wirklich eine Wohlfühloase, wo es dein Zuhause ist, wo deine Seelenenergie auch entsprechend präsent ist. Mhm. Weil wir gestalten ja eh unsere Wohnung oder unser Zuhause auf unsere individuelle Art und Weise, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, wie wir das einsetzen können. Mhm. Oder eben, wer halt eine Praxis hat, also wir hatten einen Zahnarzt, der hat seine Praxis damit beschallt. Also das heißt, seine Klienten, die gekommen sind und im Wartezimmer gewartet haben, hörten seine Seelenmusik. Und ihm war das einfach wichtig, also da war das sehr kreativ. Wie kann ich jetzt das einsetzen, wie möchte ich es einsetzen? Und, Wie arbeitet ihr jetzt in eurem Institut damit? Wir machen es natürlich bei den Heilbehandlungen, setzen wir es ein. Mhm. Also wir machen sowohl Heilbehandlungen bei uns natürlich im Blaubewald, aber auch bei den Seminaren kommt die Musik live zum Tragen, bei den Channeling-Ausbildungen, weil da machen wir auch Meditationen, da ist die Musik live vom gespielt von Joseph. Und bei den Heiler-Ausbildungen, da läuft die CD halt, also seine CDs, die einfach im Hintergrund auch den ganzen Raum die Seminare selber finden im Seminarhotel statt, weil wir die Räumlichkeiten nicht haben dafür im Blaubewald. Ja. Und da wird auch sofort der ganze Raum mit seiner Musik, du merkst, wie sich das verändert. Da war vielleicht vorher irgendein Meeting von irgendeiner Firma oder irgendein whatever Seminar, Workshop.
0815 und du spürst ja das, wenn wir in einen Raum reinkommen, oh, fühlt sich ein bisschen komisch an. Die meisten werden wahrscheinlich, es riecht ein bisschen mufflig oder irgendwie, also machen es an dem vielleicht fest, aber eben die Energie. Und du spielst im Sepp seine Musik nach einem Lied, alles wunderbar. Und natürlich in den Seminaren dann selber auch nochmal. Ganz eine andere Qualität. Also. Wie ist das, wenn ich jetzt eine solche Musik bestellen möchte oder halt einfach eine CD kaufen möchte? Wo bekomme ich das? Ja, das kann man auf www.musik-apotheke.com bestellen. Das heißt, man hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder Downloads, wie ich schon eingangs gesagt habe, man kann sich Downloads, einzelne Musikstücke rausnehmen und zu üblichen Downloadpreisen halt. Oder man bestellt halt die CDs und die kann man natürlich dann auf seinem CD-Player einfach normal laufen lassen. Also das sind für alle Geschmäcker. Die Jungen möchten halt lieber MP3s, Downloads und die älteren Herrschaften, die lieben halt noch die schöne alte CD. Gibt es denn auch noch den schönen alten CD-Laden, wo man da vorbeigehen kann und sich sogar vielleicht noch ein bisschen reinhören? Nein, persönlich nicht, aber eben auf der Musikapotheke gibt es massig an Hörproben. Ja. Da kann man reinhören, auf jeden Fall. Also Angebot ist genügend. Und wer eine Seelenmusik möchte, der kann Kontakt aufnehmen mit dem Künstler, das heißt oder mit seiner Organisation, die halt eben das Ganze verwaltet. Über Musikapotheke kann man Seelenmusik bestellen. Ja. Ist es auch möglich, wenn man jetzt bei euch ein solches Seminar besucht und er da live spielt, dass man dann diese Musik auch gleich da vor Ort mitbekommt? Natürlich, klar. Also bei unseren Seminaren ist sowieso, gerade bei den Channeling-Seminaren, da sind alle Meditationen aufgezeichnet. Ja. Das kriegen die Teilnehmer sowieso mit, damit sie auch nach- oder weiterarbeiten können an bestimmten Meditationen. Und da ist die Musik natürlich von Joseph auch mit dabei. Also das ist halt immer an den Seminaren ein Package. Das heißt eben die gechannelte Meditation und die Musik, die bilden eine Einheit. Das ist einfach so eine Synergie. Das eine läuft über Worte, das andere eben über Klänge. Ja. Also somit ist das Gesamtpaket dann eigentlich fertig geschnürt. Genau. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen. Das klingt sehr, sehr interessant und ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen reinhören und bin gespannt, was ich da alles so entdecke, wenn ich auf Entdeckungssuche gehe. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast und uns davon erzählt hast. Danke dir. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen jetzt noch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine Gesundheitssendung hier auf Quantisana TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.